Mein Name ist Andrea Rapp. Dirk Wintergrün ist ein Opfer der allseits grassierenden Grippe. Wir wünschen ihm gute Besserung. Und ich darf ihn ganz kurz vertreten hier. Wir haben einen Abendvortrag, ein Abendgespräch mit zwei Kollegen, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf, damit die beiden auch genügend Zeit haben für ihre Präsentationen. Zunächst darf ich Ihnen vorstellen Michael Seemann. Er hat angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert und er ist sicher den meisten von Ihnen schon begegnet, wer sich ansatzweise mit der kritischen Diskussion um Internetkultur, Digitalität in der Gesellschaft beschäftigt, hat sicherlich seine Beiträge wahrgenommen in allen Medien, die wir bedienen können und auch sicherlich in weiten Teilen sollten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er dürfte also wirklich allseits bekannt sein von diesen Publikationen und wir sind sehr froh, dass er heute hier ist und uns inspirieren wird durch seine Positionen und Diskussionen. Des Weiteren darf ich Ihnen vorstellen Ralf Stockmann. Jetzt muss ich ablesen, das sind so viele Fächer. Medien- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, VWL und öffentliches Recht studiert. Viele von Ihnen werden vielleicht auch schon ein Produkt benutzt haben, das mit ihm in Zusammenhang steht. Er ist einer der Gründer von StudIP, einer Plattform, die ja an vielen Universitäten im Einsatz ist. Ich freue mich auch immer ganz besonders, wenn wir uns sehen. Er ist mein Nachfolger als Leiter des Göttinger Digitalisierungszentrums gewesen. Von daher kennen wir uns sehr gut. Und er ist mittlerweile Referatsleiter für Innovationsmanagement und wissenschaftliche Online-Dienste hier in Berlin an der Staatsbibliothek. Wir haben Zeit bis 19 Uhr für das, was uns erwartet jetzt in diesem Gespräch. Und ich bin ganz gespannt und darf beiden das Wort übergeben. Danke. Schöner Klang, wunderbar. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen oder wünschen wir Ihnen. Wenn sich Geisteswissenschaftler treffen, dann schauen sie eigentlich bevorzugt in die Vergangenheit. So zumindest meine Perspektive auf die verschiedenen Disziplinen, die sich darunter versammeln. Ich als Sozialwissenschaftler, Sie haben das gehört, bei meiner Fächerkombination war davon auch durchaus betroffen. Herr Seemann und ich waren der Meinung, dass es durchaus hilfreich sein kann, gerade für einen solchen Abendvortrag, der ja ein bisschen was vielleicht auch Spezielles, ich sage mal nicht besonders, sondern bewusst speziell ausdrücken soll, mal ganz explizit den Blick sehr radikal nach vorne zu legen. Wenn wir von der Zukunft sprechen, gibt es immer ein paar schöne Zitate und Stellen, die man dazu bringen kann. Dieses hier liegt mir besonders am Herzen. Wir alle sollten uns mehr um die Zukunft kümmern, denn das ist der Ort, an dem wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Aus einem vielleicht nicht ganz unbekannten Film. Können wir eigentlich die Lichtfluter hier ein bisschen runter machen, damit wir von der Präsentation auch was sehen? Das wäre hilfreich. Danke, so ist gut. Ein weiteres bekanntes Zitat, schon ein bisschen tiefgründiger. Die Zukunft ist schon längst da, sie ist nur ungleich verteilt. Dazu werden wir hinterher in verschiedenen Ausführungen was sagen. Wir haben unsere ungefähr 45 bis 50 Minuten, über die wir jetzt sprechen und füllen wollen, ein bisschen gegliedert in eine Struktur. Die sehen Sie hier. Wir haben die verschiedenen Punkte nach, ich sage mal, zunehmender Radikalität sortiert. Das heißt, wenn Sie also meinen, dass es am Anfang alles noch etwas harmlos ist, nach hinten raus wird es schon etwas energischer. Eine kurze Spezialfrage noch, ist Herr Professor Thaller anwesend? Wunderbar, sehr gut, der Abend ist gerettet. Sie werden noch sehen, warum. So viel auch schon zu meiner Einführung. Ich übergebe einfach mal an Herrn Seemann, der einfach sich direkt ins Thema stürzt. Hallo. Der erste Punkt, den wir hier besprechen möchten, ist, was haben eigentlich die Digital Humanities mit den Menschen zu tun? Denn da fängt es eigentlich schon an, digital, Mensch, Mensch, digital. Wie hängt das eigentlich zusammen? Vor schon mittlerweile
einigen Jahren, 1980, kam dieses Sammelband von Friedrich Kittler heraus und propagierte schon im Titel die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Es gab eine relativ große Debatte darum und sehr viel Angst auch in den Geisteswissenschaften, weil ja auch der Friedrich Kittler die ganze Zeit nur Medien im Kopf hatte, technische Medien, obwohl er aus der Literaturwissenschaften kam. Aber tatsächlich meinte er damit etwas anderes. Er wollte damit den französischen poststrukturalistischen Diskurs in die deutsche Medien, in die deutsche kulturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Debatte einführen. Und dabei ging es natürlich um nicht in erster Linie um Medientechnologie und Medientheorie, sondern es ging um etwas sehr, ich würde sagen, Verwandtes. Es ging schon darum, dass es dass der Mensch in Form oder als Akteur der Geisteswissenschaften und als Objekt der Geisteswissenschaften schon ein bisschen aus dem Zentrum gerückt wurde. Also die Dekonstruktion des Autors, des Subjektes, des Individuums und alles so ein bisschen weiter in Richtung Struktur sich geht. Ja, also Struktur meint damit im Endeffekt das ins Zentrum setzen des Diskurses bei Foucault zum Beispiel oder des Zeichens, des Textes oder des Dispositivs. Und diese, sag ich mal, diese aus dem Zentrum rücken des Menschen ist, denke ich, auch ein Teil dieser Digitalisierungsdebatte, die wir ständig führen. Wir können uns dann immer fragen, wie menschlich ist eigentlich das Digitale, ja, also wir haben jetzt mal ein bisschen den Pac-Man als unser Symbol für das Digitale. Wie menschlich ist der eigentlich, dieser neue Akteur des Digitalen, und wie passt das eigentlich zusammen? Und ist es nicht viel eher so, dass der Mensch in den Digital Humanities von dem Digitalen praktisch aufgefressen wird? Und das ist so ein bisschen oft die erste These, auf die wir hinzusteuern. Der Mensch verschwindet am wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand, das ist ein bekanntes Foucault-Zitat, und gibt so ein bisschen den Ausblick, wo wir hinwollen, und das wäre die erste These, die wir hier aufstellen. Die Digital Humanities sind die Austreibung des Menschen aus den Humanities. Bei der zweiten These, bei dem zweiten Themenkomplex, könnte man meinen, wenn man den heutigen Tag hier verfolgt hat, das Thema sei eigentlich schon durch. Es soll gehen um Klandestinität in der Wissenschaft. Das heißt also, warum ist eigentlich nicht alles transparent? Warum sind immer noch Menschen unter uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Geheimnisträger sind oder zumindest glauben, Geheimnisträger sein zu müssen? Wir hatten heute bei der Eröffnung, hat Frau Quenne Thielen ausgeführt, die Geisteswissenschaften seien die Vorreiter der Digitalisierung gewesen. Komplett richtig. Die Frage ist nur, wie genau wurde denn eigentlich mit dieser Digitalisierung umgegangen? Frau Rapp hat gesagt im Intro, wir haben beide mal das Digitalisierungszentrum geleitet, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es auf jeden Fall so. Wir hatten häufig den Fall, dass Wissenschaftler, also was heißt häufig, mehrmals pro Jahr, sagen wir mal, immerhin, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann zu mir kamen und sagten, Herr Stockmann, dass Sie mir jetzt hier diese besondere Handschrift digitalisiert haben, das ist ja ganz prima, darauf kann ich jetzt super forschen, aber die stellen Sie doch erst in 5 Jahren online, oder, das hatte ich zum letzten Mal genau diesen Dialog vor, ich glaube, 3 Monaten an der Staatsbibliothek dann. Das heißt also, der Gedanke, dass wir eigentlich durch die Digitalisierung etwas frei und publik machen wollen, ist bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dann doch nicht so ganz angekommen, wenn es um ihre eigenen Forschungsprojekte geht. Ein zweites Beispiel habe ich gestern Abend eingesammelt von Herrn Dr. Kotzieper. Nochmal vielen Dank. Das ist ein Text, den Begriff habe ich heute Morgen aufgeschnappt, Schatzhütermentalität, den fand ich auch sehr schön. Das ist ein Wikipedia-Eintrag zu einer Papyrusrolle, Amherst 63 ist es. Und Sie sehen, relativ ungewöhnlich für einen Wikipedia-Eintrag in dieser Klasse, dort ist kein Bild von einem Digitalisat. Was nicht heißt, dass es dieses Digitalisat nicht gibt, es ist halt nur nicht öffentlich Public Domain zugänglich. Man kann sogar dieses Digitalisat bekommen zu diesem Papyrus,
und kann dann sich das Ganze anschauen, darf es aber nicht für eigene wissenschaftliche Forschung verwenden, denn die Publikationsrechte für diese Schrift, die nebenbei 1000 Jahre vor Christus datiert, ja, das heißt also, da ist so das Urheberrecht mit 72 Jahren nach Tod des Autors schon ein ganz klein wenig abgelaufen. Trotzdem sind die Publikationsrechte für diese Schrift eben bei einem sehr exklusiven Zirkel. Und es ist verboten, auch nur mehrere Worte hintereinander aus diesem Text zu zitieren. Ja, das ist 2015. Und wenn Sie denken, das sei schon skurril, dann ist das, was mich gestern wirklich auf die Palme gebracht hat. Die Rechte an diesem Text werden vererbt. Das heißt also, selbst wenn die jetzigen Wissenschaftler dort irgendwann nicht mehr dran forschen wollen, werden sie das an ihre Schüler weiter übertragen, die das dann also in derselben Tradition weiterführen. 2015, Wikipedia, schauen Sie es sich nach. Anderer Punkt, auch sehr schöne Geschichte, hier sehen Sie den OPAC unserer Staatsbibliothek und dort hat es sich zugetragen, ich glaube vor ungefähr 2 Jahren, dass so gegen Abend ein etwas rüstiger Herr, so jenseits der 60 ungefähr, sich einer unserer Bibliothekarinnen näherte und dann mit verschwörerischem Raunen sagte, so, jetzt möchte ich Sie bitten, löschen Sie doch mal meine Suchhistorie aus dem OPAC. Die Bibliothekarin, warum zum Teufel sollte ich ihre, also zum Teufel hat sie natürlich nicht gesagt, warum sollte ich die Suchhistorie aus dem OPAC löschen? Naja, damit niemand meine Forschung nachvollziehen kann. Ja? Das heißt also, der Gute war der Meinung, dass also irgendwelche Kräfte, da betreten wir schon ein bisschen im Bereich der Paranoia meiner Meinung nach, ein gesteigertes Interesse daran haben, nachzuvollziehen, woran er gerade forscht und dass das Hauptmittel, um das rauszubekommen, offensichtlich unser OPAC wäre. Warum eigentlich das Ganze? Warum spielt also Klandestinität, das Verborgene, das Geheime, das Zurückgehaltene eigentlich offensichtlich doch so eine Rolle in unserem Wissenschaftleralltag? Ganz offensichtlich nehmen wir also Klandestinität als ein Hilfsmittel für einzelne Akteure wahr, um in einer durch Konkurrenz geprägten Wissenschaftslandschaft einen Vorteil zu erhalten und oder zu sichern. Und warum? Womit wird das Ganze legitimiert? Offensichtlich damit, dass argumentiert wird, nur durch Wettbewerb, nur durch Konkurrenz kann ich eben die Wissenschaft als Meritokratie aufrechterhalten, das heißt also als eine Regierungsform der Besten, der Besseren. Sowas kann halt nur in Konkurrenz entstehen, nur so entsteht halt echte Exzellenz. Ja, letztendlich geht das bis in die politische Ebene rüber, Exzellenzuniversitäten und so weiter, das sind alles letztendlich Ausdrucksformen von Meritokratien. Das heißt, wenn wir sagen, was können wir dagegen in Stellung bringen, denn so ein bisschen die Reaktion so des heutigen Tages und auch jetzt gerade eben ist ja, man wundert sich eigentlich schon und sowas sollte doch eigentlich nicht sein. Das, was wir dem ja eigentlich entgegenstellen wollen, ist ja das Miteinanderforschen und das öffentliche Forschen, das heißt also die Kollaboration, wie wir es jetzt mal beispielsweise nennen. Das heißt also, wir haben hier eine Dichotomie zwischen Konkurrenz auf der einen Seite und Kollaboration auf der anderen Seite. Ich kann das jetzt nochmal ein bisschen ausfahren und dann hat man also hier der Konkurrenz, dort steht also der Forscher und sein Ego versus Kollaboration, das sind dann die Forscher und Forscherinnen und unsere Allemende, das heißt also das Allgemeinwohl, dem das Ganze zugute kommt. Ich habe natürlich, das finde ich bei dieser Folie schon wichtig zu bemerken, Empathie und Mitgefühl mit den Individuen, die um ihre Karriere bangen. Das heißt also die Leute, die zu mir kommen und sagen, das darf jetzt aber niemand anders sich anschauen, die tun das natürlich nicht aus schierer Boshaftigkeit, sondern weil sie eben sehr konkret offensichtlich zumindest das Gefühl haben, wenn jetzt das, was wir da digitalisiert haben, zu schnell öffentlich wird, wird ihnen ihr Forschungssubjekt weggenommen und sie haben einfach ein Problem, Karrieren werden zerstört und so weiter. Das kann ich also im Individuum absolut nachvollziehen. Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass wir solche Strukturen perpetuieren. Die gute Nachricht ist, ich glaube, das ist auf dem absteigenden Ast und es hat keine wirkliche Zukunft. Das heißt also, ich würde postulieren, dass Konkurrenz und Klandestinität auf jeden Fall schon mittelfristig verlieren wird gegen Kollaboration und Transparenz, und zwar aus im Wesentlichen 2 Gründen. Der erste ist hier, nämlich akkumulative Effekte und dem sogenannten Law of Accelerating Returns. Zu dem werde ich ein bisschen später noch kommen. Das Law of Accelerating Returns kommt von Kurzweil und meint im Wesentlichen die Theorie, dass wenn sich irgendwo Wissen ansammelt und aufbaut, es sich dadurch selber verstärkt. Das heißt also, ich weiß immer mehr, dadurch werde ich quasi immer klüger, ich werde immer gebildeter, ich kann einen Untersuchungsgegenstand immer besser erfassen und werde darum immer besser und effizienter in meiner zukünftigen Forschung. Und das potenziert sich, wenn ich es mit mehreren zugleich tue, versus ein einzelnes Individuum, was klandestin arbeitet.
arbeitet. Warum glaube ich, dass der Trend im Moment in eine ganz andere Richtung halt geht, nämlich des Miteinanders? Das liegt schlicht und ergreifend daran, man muss einfach mal so im Internet nachschauen, was passiert da gerade. Dieses Projekt wurde gerade heute erwähnt in einem der Vorträge, Transcribe Bentham. Das ist also jetzt hier ein sogenanntes Citizen Science Projekt. Das heißt also, man muss sich, um hier mithelfen zu können und um Wissenschaft in Anführungszeichen betreiben zu können, noch nicht mal irgendwo sich großartig registrieren oder Tests durchlaufen, sondern jeder, wir alle als Citizen, können entsprechend hier an wissenschaftlichen Fragestellungen mitarbeiten. Es gibt dazu auch, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal angeschaut haben, ein eigenes Portal, Bürger schaffen Wissen, das ist auch gefördert vom BMBF, wo diverse Projekte vorgestellt werden des Monats und wo man sich quasi selber als Bürger beteiligen kann. Das Ganze gibt es natürlich auch von den Großen, in diesem Fall hier Amazon. Das ist nun wiederum nicht unbedingt Citizen Science, sondern hier geht es durchaus um knallhartes Geld und um Finanzen. Das heißt also, hier würde ich von Crowdsourcing sprechen. Das ist der sogenannte Mechanical Turk. Den gibt es schon ein paar Jährchen und der ist letztendlich dafür konzipiert worden, um Arbeitspakete aberledigen zu können, die eigentlich für sich genommen relativ trivial sind, womit aber ein Einzelner einfach von der Menge her klar überfordert ist. Für den Wissenschaftssektor bedeutet das, es ist eine Aufgabenstellung, für die ich keinen ausgebildeten Wissenschaftler brauche. Das heißt also, selbst eine studentische Hilfskraft wäre letztendlich damit schon chronisch unterfordert und ich möchte keinen Zoo von Hiwis anstellen. Auf der anderen Seite weiß ich aber, ein Computer kann das noch nicht. Ja, das heißt also, die KI oder sonstige Algorithmen sind noch nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Dann kann ich einfach Geld hier reinwerfen und bekomme das Ganze beispielsweise hier in der Mitte, das ist dieser Kategorientrunk, kann ich also Kategorisierung von Objekten beispielsweise darüber vornehmen. Es ist also letztendlich ein Broker-System zwischen Angebot und Nachfrage für einfache Aufgaben, so auch einfache wissenschaftliche Aufgaben. Der dritte Bereich ist noch relativ neu, ist noch nicht so wirklich in die Öffentlichkeit durchgedrungen. Das ist das, was ich als Crowdfunding für die Wissenschaft hier bezeichne. Das ist eine Plattform, ScienceStarter. Das lehnt sich natürlich an sowas wie Kickstarter, wo man also Privatprojekte aller Art drüber crowdfunden kann. Nur, dass dieses halt für Forschungsprojekte ist, wo ich also definieren kann, ich habe irgendein Projekt, dafür lohnt es sich wirklich nicht, einen DFG-Antrag zu schreiben. Ich brauche ungefähr 10.000 Euro, sagen wir mal. Liebe Weltgemeinschaft, finanziert mir das mal. Wir beide haben dafür mal etwas scherzhaft den Begriff Viertmittel definiert. Das heißt also, wenn die Drittmittel nicht funktionieren, wären das also die Viertmittel, die man dann dadurch einwerben kann durch die Allgemeinheit. Das ist, kleiner Disclaimer, die einzige Folie von allen, ich glaube 100, die wir zeigen, bei der ich selber ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil die Implikationen dahinter relativ komplizierte sind. Ja, also meiner Meinung nach ist es durchaus gefährlich, wenn wir Wissenschaft nach, sagen wir mal, Attraktivitätsgrad oder nach Verkaufsförderlichkeit hinterkategorisieren. Ja, also die Projekte, die sich gut auf so einer Plattform verkaufen können, die werden dann letztendlich irgendwann gefördert. Förderinstitutionen ziehen sich zurück. Sie können den Kreislauf sich ungefähr vorstellen, der entsteht. Und die Grundlagenforschung oder Orchideenfächer bekommen dann ein ernsthaftes Problem. Das heißt also, damit wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber alle anderen Folien vorher, denke ich, machen relativ eindeutig, dass wir eigentlich auf einem sehr kollaborativen Weg unterwegs sind. Jetzt mag es trotzdem sein, dass Sie sagen, naja, so ganz überzeugt mich das trotzdem noch nicht. Dafür habe ich noch eine andere Argumentationslinie, warum Klandestinität mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt ist. Diesen Herrn hier kennen Sie, der hat gerade den Oscar gewonnen, zumindest so irgendwie. Und seitdem ist es eigentlich ganz beliebt, beliebige Formulierungen nach Snowden zu rechnen, also eine neue Zeitrechnung vor Snowden und nach Snowden einzuführen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal ein Google-Quiz mitgemacht hat. Man kann einfach jetzt mal hingehen und in Google das Ganze als Phrase mal reingeben und ich mache das ganz gerne, um zu schauen, wie hat sich eigentlich irgendein Thema schon in der Öffentlichkeit durchgesetzt. Ja? Also worüber wurde schon mal geredet und worüber eigentlich nicht und auch so ungefähr so ein bisschen, in welchem Umfang wurde darüber geredet. Wenn man jetzt also sucht nach das Netz nach Snowden, bekommt man 22.000 Treffer, das ist für den deutschsprachigen Raum schon ganz manierlich. Sicherheit nach Snowden hätte ich ein bisschen mehr erwartet, 1340 Treffer. Journalismus nach Snowden, eigentlich auch ziemlich relevant, aber mit 256 Ergebnissen eigentlich schon, ich würde sagen, erstaunlich wenig. Kunst nach Snowden, immerhin noch 2 Treffer. Es geht noch mehr auf die Dörfer. Ich habe sogar für Liebe nach Snowden noch 2 Treffer gefunden, die erwartungsgemäß allerdings von Twitter. Das Spannende ist jetzt aber, wenn man jetzt hingeht und mal reintippt, Wissenschaft nach Snowden. Wie viele Treffer kommen eigentlich, wenn ich frage,
Wissenschaft nach Snowden, wie hat sich die eigentlich verändert? Null Treffer. Das heißt also, niemand hier im Raum scheint sich schon die Frage gestellt zu haben, was eigentlich die Snowden-Enthüllung für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeutet haben. Und das finde ich ganz erstaunlich. Sagt doch letztendlich die ganze Snowden-Geschichte nichts anderes aus, als dass es eigentlich keine Geheimnisse mehr gibt. Das heißt also, sämtliche Daten sind eigentlich jetzt schon durchaus verfügbar. Man muss halt nur den richtigen Zirkeln angehören, beziehungsweise die technischen Maßnahmen, um sich beliebige Daten holen zu können, sind bald ubiquitär verfügbar. Und wir wandern definitiv auf eine Gesellschaftsform hin, in der es sehr, sehr schwierig wird, überhaupt noch irgendetwas absichtlich geheim zu halten, zumal wenn andere vage davon wissen. Das heißt also, mein Fazit zu diesem Punkt ist, dass clandestine Strategien eigentlich schon jetzt dem Individuum weder bessere Forschungsergebnisse liefern, weil in der Gruppe wird man durch die Verstärkereffekte einfach zu einer besseren Wissenschaft kommen, noch bieten sie ihm wirklich strategische Vorteile. Denn wenn ich zwar eine Strategie anwende, etwas zu verbergen, aber mir nicht mehr sicher sein kann, ob dieses Instrument, was ich gewählt habe, überhaupt hilfreich ist, ist das strategisch keine besonders gute Herangehensweise. Von daher komme ich hier zu dem Ergebnis, Wissenschaft wird entweder öffentlich sein oder sie wird gar nicht sein. Super, bin ich jetzt ein bisschen laut? Nee, ne? Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt über die Forschung geredet und jetzt wollen wir natürlich über die digitale Lehre nicht schweigen, denn wir hängen natürlich alle dem Humboldtschen Bildungsideal an, wo wir Forschung und Lehre als Einheit betrachten. Dieses Bildungsideal ist auf vielen Ebenen bereits unter Beschuss und wird überall nicht mehr so ganz hundertprozentig durchgesetzt. Das kennen wir alle aus den Universitäten. Aber der neueste Angriff oder ich will sagen, die neueste Disruption kommt natürlich aus dem Silicon Valley und heißt MOOC, Massive Open Online Course. Ich weiß nicht, hat man bestimmt auch schon mal gehört, wenn man in dem Kontext arbeitet. Im Endeffekt geht es darum, dass man mit Hilfe von digitalen Mitteln das organisiert, was man in den Universitäten bisher organisiert hat. Das heißt eben Wissenaustausch, Lehre und so weiter und so fort. Das geht natürlich über soziale Netzwerke, in allererster Linie aber über Videos, über Videoplattformen, manchmal eigene Videoplattformen. Einer, der das mehr oder weniger erfunden oder gegründet hat, ist sogar ein Deutscher, das ist der Sebastian Truhn, der ist Professor gewesen in Stanford und hat auch am Google-Auto sehr, sehr viel mitgearbeitet, beziehungsweise ich glaube sogar das Team geleitet. Er hat damals seinerzeit eine Vorlesung gehalten über künstliche Intelligenz, die er ins Internet gestellt hat, komplett, und hat dabei mehrere Zehntausende von Zuschauern gehabt und kam dann eben auf die Idee, warum können wir denn nicht eigentlich sozusagen die Lehre nicht anders organisieren mit den Hilfe von digitalen Mitteln. Das heißt also, wir stellen unsere Materialien, unsere eigene Vorlesung, unsere Präsenz sozusagen ins Internet und die interessierten Studenten können dann ja eigentlich mehr oder weniger ohne jegliche weiteren Mehrkosten sich mit uns verbinden. Er hat dann auch diese Udacity gegründet, das ist sozusagen eine der ersten Online-Universitäten, also eine dieser ersten MOOC-Plattformen gewesen. Und wenn wir das als Zukunft begreifen, dann können wir das gerne ein bisschen weiterdenken. Das heißt, was ist jetzt eigentlich der große Unterschied zwischen einer herkömmlichen Universität und so einer MOOC-Plattform? Und das ist eben das, was das Internet im Allgemeinen auszeichnet, das ist die massiv gesunkenen Transaktionskosten. Wir nennen Transaktionskosten die Kosten, die entstehen, wann immer wir miteinander interagieren. Also wenn wir zum Beispiel auf dem Markt miteinander interagieren, aber auch wenn wir in der Bildung miteinander interagieren. Wenn ich einen bestimmten Professor, eine Vorlesung eines bestimmten Professors hören möchte, dann musste ich bisher eigentlich mich immer an der entsprechenden Universität immatrikulieren. Das hatte eine Menge Hürden und eine Menge Aufwand mit sich. Es sind natürlich auch Geldbeträge, die da fließen müssen. Und am Ende muss ich vielleicht sogar noch umziehen in den Staat, wo dieser Professor eben seine Vorlesung hält und so weiter und so fort. Das sind alles Kosten, die ich in der Interaktion mit dem Professor zu kommen, aufwenden muss. Und diese Transaktionskosten sind natürlich durch das Internet dramatisch gesunken. Wenn ich als Professor sozusagen die Materialien ins Netz stellen kann, dann kann ich unbegrenzt vielen Leuten Zugang zu diesen Materialien verschaffen, ohne dass dadurch Mehrkosten entstehen. Das hat natürlich
die Folge, dass, wenn wir das eben sozusagen hochskalieren als die Zukunft, dass dann sich jeder Student mit jedem Professor connecten kann, ohne weitere Transaktionskosten, also frei wählen kann. Das Ganze wird dann eben ein schönes Netzwerk. Wir sehen das hier so, stellen wir uns ja mal ein Netzwerk vor. Das ist dann sozusagen eine sogenannte Random Distribution, also gaußsche Normalverteilung, wo dann jeder Student sich halt irgendeinen Professor sucht und jeder Professor irgendeinen Studenten betreut. Und dann haben wir das alles schön in so einer Random Distribution, in so einer Gauss-Glocke verteilt. Und dann werden alle glücklich. Das ist natürlich nicht so, denn wenn die Transaktionskosten gegen Null gehen, dann wird sich natürlich jeder Student immer nur mit den Besten connecten. Und dann wird das entstehen, was wir aus allen mehr oder weniger natürlich entstehenden Netzwerkphänomenen kennen. Wir haben dann ein skalenfreies Netzwerk. Ein skalenfreies Netzwerk heißt also, dass wir eine sogenannte Power Law Distribution haben an Knoten, die wenige Knoten, die sehr, sehr viele Connections aufweisen und die meisten Knoten, die eben sehr, sehr wenig Connections aufweisen. Das heißt, es ist sozusagen eine zwar dezentrale, aber dann doch mit sehr, sehr vielen großen einzelnen zentralen Hubs. So ist übrigens das Internet aufgebaut, so sind die meisten Netzwerkstrukturen in der Natur aufgebaut. Das ist das relativ bekannte Power Law. Das heißt mit anderen Worten, die Lehre wird ein bisschen wie die Popmusik. Wir werden, die einzelnen Professoren werden dann ebenso wie Taylor Swift oder Rihanna eben hunderte, vielleicht Millionen von Studenten haben und ein Großteil, wahrscheinlich der ganze Mittelbau der Professorenschaft wird sich, da wird sich wahrscheinlich eher selten jemand hinirren. Warum soll ich mich als Student denn mit dem zweitbestguten, mit dem zweitbesten Professor für künstliche Intelligenz sozusagen, warum soll ich bei ihm in die Lehre gehen, wenn es genauso viel kostet, beim Besten in die Lehre zu gehen? Das heißt mit anderen Worten, es wird keinen Platz mehr geben für den Second Best oder für Good Enough und der gesamte akademische Mittelbau, jedenfalls was die Lehre angeht, ist eigentlich nicht mehr, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also These 2 auf dem Weg zur Überwindung des, der Humanities sozusagen ist, These 3 ist, wir brauchen wahrscheinlich höchstens so 10% des Lehrpersonals. Es wurde versprochen, die Radikalität nimmt zu. Was machen wir denn mit den ganzen Leuten? Sprich, wenn wir sie nicht mehr in der Lehre brauchen, dann können sie ja, Humboldtsches Bildungsideal hatten wir gerade eben, können wir sie umso besser in der Wissenschaft und in der Forschung einsetzen. Aber, das haben wir heute gelernt, besser nicht im Bereich Big Data. Denn es wurde heute diese Folie gezeigt und sie wurde schon am Freitag gezeigt in Graz. Und schon dort habe ich mich sehr geärgert über diese Folie. Herr Professor Thaler, ich fand Ihre Keynote ganz hervorragend, die Sie heute gehalten haben, bis auf diese eine Folie. Und ich würde jetzt gerne meinen Punkt bringen, warum ich glaube, dass auch gerade diese Zuspitzung und dieses Polemische, dem ich normalerweise durchaus zuneige, gerade in dieser Sache wirklich relativ wenig hilfreich ist. Schauen wir also mal, was es eigentlich mit diesem Big Data so genau auf sich hat. Das Ganze ist begründet worden, vermutlich von dem meistgehasstesten Blogbeitrag aus Wissenschaftlerperspektive der letzten vielleicht Jahrzehnte, gut, so lange gibt es Blogs noch gar nicht, egal, publiziert am 23.06.2008 von Chris Anderson auf dem Wired Magazine, wo er also The End of Theory verkündet hat, dass wir also in Zukunft eben zu wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen, die valide sind, ohne dass wir im Vorfeld eine große Theoriebildung bezogen haben dort dazu. Er hat das damals relativ klar auf die Naturwissenschaften bezogen. Mittlerweile würde man es eben auch auf die Geisteswissenschaften ausdehnen. Ich komme gleich dazu. Das Ganze hat durchaus Historie. Der Wunsch wurde beispielsweise hier von Jaynes schon 85 formuliert. It would be very nice to have a formal apparatus that gives us some optimal way of recognizing unusual phenomena and inventing new classes of hypotheses that are most likely to contain the true one. But this remains an art for the creative human mind. So, das war so 1985. 30 Jahre später, huch, die Thalersche Konstante,
haben wir dieses Projekt hier, nämlich Google hat im Dezember angefangen, Dezember 2014, einen doch signifikanten Geldbetrag auf dieses Projekt hier zu werfen, die Automatic Statistician, wo man also Daten hinladen kann und dann fangen also Algorithmen an, darauf zu rechnen, ob dort irgendwelche Besonderheiten auftauchen. Wie genau 30 Jahre nachdem prophezeit wurde, das würde nie geschehen. Das geht exakt konform zu Thaler, der sagt, so ungefähr alle 30 Jahre wird sich irgendeine vielleicht erst vage Technologie letztendlich durchsetzen. Ich werde später dazu kommen, warum, glaube ich, auch diese 30 Jahre falsch sind. Nichtsdestotrotz, dieses Projekt gibt es auch wirklich gerade erst heute. Ähnliche Projekte sind durchaus schon gelaufen. Ein relativ bekanntes davon, das hier von Gray Venter mit seinem Genome Shotgun Sequencing Project, wo ja also ohne quasi auch jegliche Hypothesenbildung nach dem Motto, so ich suche jetzt Spezies X oder Y, einfach eben mit einem Shotgun-Approach, also möglichst viele Daten sammeln und dann schauen, woraus geben sich Hinweise dafür, für dass hier dort noch Spezies fehlen und irgendwo vorhanden sein müssen, ganz enormen Erfolg hatte. Das gängige Argument, was gegen solche automatisierten Berechnungen ohne Hypothesenbildung vorneweg gebracht wird, sind dann meistens immer solche Grafiken hier. Das ist eine sehr, sehr schöne Seite, auf der abstruse Korrelationen gefeiert werden. Das hier ist beispielsweise die Korrelation der Scheidungen im Bundesstaat Maine der USA in Korrelation zu dem Verbrauch von Margarine in den USA gesamt. Und wir sehen also, diejenigen unter Ihnen, die ein bisschen Statistik mal gemacht haben, Korrelation 0,99, das ist also ein Traum. Ja? Da würde also keiner, das ist also ein Signifikanzniveau von 0,000, ich weiß gar nicht was. Da würde man also nie auf den Gedanken kommen, überhaupt das in Frage zu stellen. Anderes, mal eine negative Korrelation, das sind die Anzahl an Honig produzierenden Bienenvölkern in den USA, korreliert mit den Jugendlichen, die wegen Marihuana-Besitzes gefangen genommen worden sind. Und wir sehen auch hier gibt es also eindeutig einen sehr starken, in diesem Fall negativen, minus 0,93 negative Korrelation. Ganz klare Geschichte. Solche Beispiele werden immer herangezogen, um zu sagen, dahin führt uns Big Data. Nun würde ich sagen, man sollte am besten über das reden, wo man sich selber ein bisschen auskennt. In diesem Fall meine Diplomarbeit. Ich werfe jetzt also mal eben meine wissenschaftliche Reputation hier in den Ring. Das war eine Arbeit, die ist dann auch als Buch rausgekommen. Dort habe ich verglichen Spiegel und Fokus mit wissenschaftlicher Arbeit. Und so meine Grundfrage war, Fokus war so gerade neu auf den Markt gekommen. Und meine Frage war, hat der Spiegel eigentlich darauf reagiert in eigener Art und Weise? Hat eine andere Themensetzung gehabt, was auch immer? Was habe ich gemacht? Naja, Big Data wäre etwas hochgegriffen, aber für die damalige Zeit schon technisch etwas ungewöhnlich. Das war, glaube ich, 97. Ich habe jede Menge Spiegel- und Fokusausgaben digitalisiert mit dem Flachbettscanner durch eine damals relativ neue OCR laufen lassen, das Ganze in SPSS reingeladen und dann habe ich drauf gerechnet. Ich hatte ein paar Anfangsthesen. Ich würde aber sagen, dass ungefähr die Hälfte der Thesen in diesem Buch letztendlich wirklich durch eine vorherige Korrelation zustande gekommen sind und nicht durch tiefes Nachdenken. Und manche der Dinge, die ich dort rausgerechnet habe, waren schon ganz interessant. Beispielsweise, dass der Spiegel eigentlich kaum in irgendeiner Art und Weise reagiert hat, außer bei der durchschnittlichen Satzlänge. Die ist nämlich seit der Einführung von Fokus, und zwar wirklich so ungefähr 2 Monate danach, um ungefähr 25% im Schnitt runtergegangen. Das heißt also, auch Spiegel war dann plötzlich schneller auf den Punkt. Das war damals also der Claim, mit dem Fokus rangegangen ist. Was ziehe ich, wenn ich es schon mache, und man spricht natürlich auch ein bisschen mit anderen Leuten, ich weiß ja, wir dürfen es eigentlich nicht, aber machst du es eigentlich auch? Irgendwann kommt man dazu, eigentlich machen es alle. Ja? Es ist also ein bisschen so wie bei McDonald's. Wenn ich die Daten schon mal habe und erhoben habe, dann ist es also doch sehr, sehr schwer, der Versuchung zu widerstehen, da dann einfach mal saftig reinzubeißen. Ich würde das noch etwas zuspitzen. Die, die es nicht tun, haben nicht genügend Ahnung von Statistik. Ja, das heißt also, denen fallen einfach keine kreativen Verfahren ein. Warum ich aber glaube, unabhängig davon, so nur weil es alles tun, muss es trotzdem nicht sinnvoll sein. Dort würde ich jetzt einen Zeugen aufrufen, der vielleicht im Wissenschaftskontext eher unverdächtig ist, dem ich aber zuschreiben würde, dass er, glaube ich, wissenstheoretisch einiges geleistet hat für uns, nämlich Donald Rumsfeld, von dem diese etwas obskure Formulierung war mit dem Unknown Unknown, zu einem desaströsen Anlass, aber er hat, glaube ich, der Welt mit diesem Schema hier dann doch etwas sehr Produktives hinterlassen. Das ist dieses 4-Quadranten-Modell, was aufweist,
Was wissen wir, was wissen wir nicht und wovon wissen wir, dass wir es wissen und wovon wissen wir, dass wir es nicht wissen. Und der für uns jetzt hier in diesem Zusammenhang interessante Punkt sind eben die Unknown Unknowns. Das heißt also, wir haben überhaupt gar keine Vorstellung davon, was dort eben für Hypothesen irgendwo in einem Untersuchungsgegenstand drin schlummern. Und darum kommen wir nicht auf die Idee, die Fragen zu stellen, und darum kommen wir dann, wenn man sich an die reine Lehre hält, auch entsprechend nicht an die Daten ran. Ich habe mal versucht, das mal ein bisschen zu visualisieren. Sie sehen hier verschiedene Datenpunkte, das sind alles mal Hypothesen. Das heißt also, jeder Punkt hier steht für eine Hypothese und die roten unten, das sind False Positives. Und ich habe jetzt also hier ein klassisches Wissenschaftsverfahren, wo ich also im Vorhinein mir Hypothesen aufgebaut habe. False Positives werde ich letztendlich immer haben. Ja, jede Wissenschaft macht auch einfach mal Fehler. Ob das jetzt eine Reihe sind oder zwei, ist meiner Meinung nach jetzt völlig irrelevant. Es geht ja ums Prinzip. Wenn ich jetzt aber halt nicht nur die bekannten Hypothesen mit reinnehme, sondern eben auch die unbekannten Hypothesen, bekomme ich plötzlich so ein Bild hier. Und ich bin der Erste, der sagt, ja, wir werden dadurch auch auf jeden Fall mehr False Positives bekommen. Ja? Ob das jetzt doppelt so viele sind oder dreimal so viele, ist mir letztendlich jetzt an dieser Stelle auch wieder völlig egal. Nichtsdestotrotz, es bleiben mehr als genügend in dem rechten oberen Cluster rum, auf die wir ansonsten auch mit noch so viel scharfem Nachdenken nicht gekommen wären. Das heißt, meiner Meinung nach ist die Anzahl an nicht validen Entdeckungen durch Big Data, die steht in keiner Relation zu den andernfalls entgangenen Entdeckungen. Schauen wir doch mal ganz kurz auf die guten alten Zeiten, als es Big Data noch alles gar nicht war. Ja, an die kann ich mich noch ganz gut erinnern. Wie sah es denn da eigentlich aus? Da hatten wir natürlich irgendwie dann auch so die Daten von unseren Kollegen und konnten die kontrollieren. Nein. Ja, das hat nicht stattgefunden. Also ich habe relativ früh in den Sozialwissenschaften empirisch gearbeitet. Wenn man irgendeinen Artikel gelesen hat, der empirisch ausgelegt war, quantitativ, man kam doch überhaupt nicht an die Daten ran. Ja, und niemand, es gab auch gar keine Kultur, nachzufragen, so, hallo, ich würde mal gerne deine Daten haben, um mal nachzurechnen, ob das eigentlich richtig ist, was du in SPSS gemacht hast. Ja, diese Kultur hat es doch gefühlt wirklich nie gegeben. Ganz unabhängig davon, dass selbst wenn wir die Daten gehabt hätten, wir den Weg zu den Daten nicht hätten nachvollzeichnen können. Und das Problem damals, genau wie heute, es hat sich meiner Meinung nach noch überhaupt nichts geändert, ist, dass wir eigentlich das perfekte Instrumentarium dafür als Wissenschaftler seit ewig an der Hand haben, nämlich Reliabilität und Validität zu klären. Wenn wir bei Big Data Analysen sicherstellen können, dass wir die Reliabilität garantieren, das heißt also, wo sind die Daten, wie komme ich dran, wie sind die Daten entstanden, was für Transformationen sind auf den Daten passiert, warum ist wie, welche Kategorienbildung passiert, haben wir jedes Recht der Welt, damit zu arbeiten und auch nachträglich dann die Validität von Ergebnissen in Frage zu stellen. Ja? Das heißt also, je offener und je transparenter dieser komplette empirische Prozess ist, desto eher sind wir in der Lage, hier meiner Meinung nach völlig entspannt Big Data betreiben zu können. Das heißt also, die Grenze verläuft eben nicht zwischen Big Data und der Theorie, sondern zwischen guter und schlechter Forschung. Das hier kam heute auch irgendwann mal als Beispiel, das ist Henry Ford, das ziehe ich dann immer als Beispiel dafür. Für meinen Geschmack sind wir im Moment schon in dieser Phase, dass gesagt wird, wenn wir die Leute gefragt hätten, so, was wollt ihr eigentlich haben, hätten die Leute gesagt, schnellere Pferde, sie wären aber nie auf das Auto gekommen. Meine Befürchtung ist, dass wir uns, wenn wir uns jetzt zu sehr einschränken und sagen, Big Data nur mit wirklich Big, also es muss auch noch Big Theory sein, ja, also Small Theory wäre schon mal ein Ansatz, aber nein, es muss Big sein, wir kommen nie von den Pferden weg, wenn wir so weitermachen. Ja, und vielleicht wollen wir nicht zu Autos, vielleicht wollen wir lieber gleich zu irgendwie was noch Schönerem. Das heißt also, These 4, meiner Meinung nach wird ein Großteil der Zukunft Digital Humanities sich wirklich mit Big Data beschäftigen müssen. Keine Digital Humanities ohne Big Data. Gut, kommen wir mal zu einem Fallbeispiel, wo wir die Big Data und die Zukunft von Big Data vielleicht anwenden können oder uns vorstellen können für eine, ja, für eine Disziplin, in der man das vielleicht gar nicht so erwartet, Literaturwissenschaft. Jetzt muss ich auch ein bisschen sozusagen meine eigenen Meriten ins Fegefeuer werfen. Also ich habe damals eine Arbeit geschrieben in den Kulturwissenschaften über in dem Bereich Literatur und Geschichte über Bertolt Brecht und den 17. Juni 1953. Sie erinnern sich den Arbeiteraufstand in der Stalinallee, woraufhin Brecht auch in eine tiefe Krise stürzte und eins seiner, sag ich mal, wichtigsten Stücke, sein wichtigstes Gedichtband herausbrachte.
also halte ich jedenfalls dafür. Die Bukowa Elegien, das war so ein bisschen der Versuch, das merkt man in diesem Buch sehr, sehr an, also den einzelnen Gedichten sehr, sehr an, dass er dort versucht, diese Ereignisse zu verarbeiten. Wir erinnern uns, er lebte damals in der DDR und für ihn brach dann ein bisschen so dieses utopische Weltbild zusammen, das er halt immer in der DDR hat sehen wollen. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wollte ich natürlich ein bisschen methodisch vorgehen und habe mir erst einmal das Gesamtwerk von Brecht besorgt, habe mir versucht, zumindest erstmal einen Überblick über seine Werke, zumindest in diesem Zeitraum zu verschaffen, ein bisschen Sekundärliteratur zu überblicken. Ich habe natürlich versucht, alles zu lesen, was er in dem Zeitraum geschrieben hat. Das inkludiert natürlich die Briefe, das inkludiert natürlich die Tagebucheinträge, die Werksbucheinträge. Er hatte noch ein extra Tagebuch, wo er nur über seine Arbeit geschrieben hat oder seine Arbeit dokumentiert hat. Ich habe versucht, natürlich historische Bücher darüber über die Zeit zu lesen, um die Ereignisse einzusortieren, die politische Stimmung und so weiter und so fort. Und mir ging es natürlich darum, dass ich diese Texte auswerte. Und zwar nach Zeitgeist, nach Bezugnahmen, nach Anspielungen, nach Motivationen, Konflikten und natürlich auch der politischen Einordnung, die dort vonstatten geht. Mit anderen Worten, ich habe versucht, mich irgendwie hineinzudenken in den Brecht des 17. Juni 1953. Und wenn man es genau nimmt, habe ich eigentlich Big Data betrieben. Also sozusagen ich selbst habe eine wirklich sehr, sehr große Datenmenge durchflügt. Das hat sehr, sehr lange gedauert, um da sozusagen meine Korrelation zu suchen. Das habe ich sozusagen händisch gemacht. Das musste man eben zu lange machen. Aber stellen wir uns doch einfach mal vor, Brecht hätte heute gelebt und er hätte in der Bandbreite ein Kommunikationsmittel genutzt, die zum Beispiel ich jetzt nutze, die Ralf nutzt, die vielleicht viele hier jetzt nutzen. Dann hätten wir nochmal eine ganz andere Aufgabe gehabt. Also nehmen wir doch mal einfach an, ja, wir hätten dann die Hunderttausende von Mails hätten wir durchgehen müssen und Messages an unmöglichen Messaging-Apps. Wir hätten die Notizen an tausend verschiedenen Stellen suchen müssen. Wir hätten die verschiedenen Apps auswerten müssen, die er auf seinen diversen Devices hat, die eigenen Profile bei den verschiedenen Online-Diensten, die er überall verstreut hat im Internet, die Postings auf sozialen Medien, natürlich die inklusive der gesamten Debatten in Kommentaren auf Facebook, wie auch in Google+, wie auch in den verschiedenen Blogs überall im Internet verteilt. Wir hätten die vielen Gigabyte an Fotos und Dokumenten durchwühlen müssen, die man heutzutage in der digitalen Zeit so ganz nebenbei her produziert. Die Browser-History, solche Sachen wie Tracking-Daten, Suchverläufe, abonnierte Blogs, Twitter und so weiter und so fort. Also das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Schnack als das, was Bert Brecht uns hinterlassen hat. Sein Nachlass, der wird wahrscheinlich nicht mehr, so ein Nachlass, der würde wahrscheinlich einfach nicht mehr in zwischen Buchdeckeln passen. Und davon kann man eigentlich auch ausgehen, jeder Literaturwissenschaftler wird davon völlig überfordert sein. Er wird, um dieser Datenmenge Herr zu werden, so oder so zurückgreifen müssen auf Algorithmen, die ihn zumindest unterstützen, diesen Datenberg auszuwerten. Und diesen Datenberg auszuwerten wird natürlich immer besser funktionieren, je ausgefeilter diese Algorithmen sind. Diese Algorithmen werden natürlich nach den gleichen Kriterien, nach den gleichen Mustern suchen, wie ich das zum Beispiel jetzt halt bei Bertolt Brecht getan habe. Das heißt mit anderen Worten, auch diese Algorithmen werden versuchen, ein Verständnis für die Situation und die verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Einflüsse und so weiter und so fort mit integrieren und zu erklären und miteinander zu verknüpfen. Mit anderen Worten, skalieren wir das einfach weiter, das heißt also die Algorithmen werden immer besser, immer besser, immer besser, entsteht aus diesen Algorithmen Bertolt Brecht oder der Autor, den man halt gerade machen will. Das heißt also, wenn man hinreichend diese Fähigkeit der Algorithmen nach vorne macht, dann reden wir von nichts anderem als eigentlich einer Resimulation derjenigen Person und ja, das wäre dann sozusagen die These Nummer 5. Das Endziel der Literaturwissenschaft ist der Mind-Upload. In unseren Vorbesprechungen waren wir uns relativ einig, dass das jetzt ziemlich exakt der Moment ist, wo wir Sie als Publikum verloren haben.
nach dem Motto, was genau meinen die da eigentlich? Weil konsequenterweise wäre dieser Status hier, so wie wir beide ihn denken, eigentlich der Moment, wo er dann auch zu uns sprechen würde. Das heißt also, wir hätten dann wirklich einen Brecht-Simulator, der also zu heutigen Geschehnissen selber neue Gedichte schreiben würde, genau in der Art und Weise. Das heißt also, wir hätten eigentlich schon einen wirklich durchvirtualisierten Menschen. Wie gesagt, das halten Sie jetzt für wüste Science-Fiction. Wir beide sind der Meinung, dass wir alle in diesem Raum exakt das erleben werden. Dass Sie mir das jetzt nicht glauben, da sind Sie in bester Gesellschaft. Ich zitiere ja immer sehr gerne Douglas Adams in solchen Situationen, der mal die unumstößliche Wahrheit festgelegt hat. Alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu. Alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend, revolutionär. Das will man haben. Alles aber, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Das ist gewissermaßen jetzt das Mission Statement für unser letztes und abschließendes Kapitel. Ich kann Ihnen garantieren, dass egal wie alt Sie sind, auch die Jüngsten unter Ihnen, das, was jetzt kommt, als hochgradig wieder die natürliche Ordnung der Dinge betrachten werden. Nichtsdestotrotz, wir sind der Meinung, es wird exakt so passieren. Worüber reden wir? Wir reden über die Beschleunigung der Beschleunigung. Wir haben das am Anfang noch etwas abstrakt hier formuliert, damit man nicht zu schnell merkt, worauf wir hinaus wollen. Es geht, man ahnt es vielleicht schon, um die sogenannte technologische Singularität. Der Begriff selber ist schon etwas älter. Wirklich populär geworden ist er durch Raymond Kurzweil mit seinem Aufsatz 2015. Kurzweil selber muss man wohl wirklich als doch einigermaßen legitimes Genie feiern. Er hat zum Beispiel die erste Text-to-Speech-Software erfunden, die also eine Revolution auf dem Lesemarkt für Blinde nach sich gezogen hat. Er hat einen der ersten wirklich guten Synthesizer gebaut, das ist also der Kurzweil-Synthesizer, die Musiker unter Ihnen werden wissen, was ich meine. Er hält dutzende Patente, mittlerweile ist er also in führender Position der Artificial Intelligence-Abteilung von Google gelandet. Ich glaube, genau da gehört er auch hin. Der taucht auch in diesem Spiegeltitel hier auf, von letzter Woche Freitag. Der Spiegel kommt jetzt immer Freitag raus oder Samstag, egal. Lesen Sie diesen Artikel nicht. Ja? Er wird Sie nicht weiterbringen hier, die Weltregierung. Was Sie stattdessen aber wirklich, wirklich lesen sollten, ist dieser Artikel hier. Der ist im Januar erschienen auf dem Blog Wait But Why. Sie müssen sich nicht die ganze URL merken sich nur Wait But Why. Es ist wirklich mein absoluter Ernst, wenn Sie in den nächsten 4 Wochen auch nur einen einzigen Artikel, der Sie ein bisschen inspiriert, lesen möchten, dann nehmen Sie genau diesen hier. Wir haben viele der Grafiken, die dort verwendet werden, jetzt hier für unsere Präsentation entlehnt. Ich garantiere Ihnen, wenn Sie das gelesen haben, man braucht schon so ungefähr 2-3 Stunden, bis man durch ist, aber danach werden Sie sich ausgesprochen aufgewühlt fühlen. Und ich glaube aber, dass es sehr produktiv ist. Worüber reden wir hier? Wir reden über künstliche Intelligenz, die vielleicht viele unserer Probleme, die wir derzeit haben in den Digital Humanities, lösen kann. Immer unter der Perspektive, heute geht XY nicht, morgen vielleicht schon. Was meinen wir aber genau, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden? Zunächst einmal haben wir diese beiden Ebenen hier, nämlich Artificial Narrow Intelligence und General Intelligence. Narrow Intelligence ist ein eigentlich sehr, sehr alter Hut. Das ist das, was Computer schon immer gekonnt haben. Das heißt also, nehmen Sie einen Schachcomputer, der kann wunderbar Schach spielen, darin ist er sehr, sehr gut. Er kann aber nichts anderes. Schon Dame überfordert ihn restlos, weil es einfach nicht in seiner Programmierung liegt. Ja, das heißt also, Narrow bezeichnet, ich habe genau einen Use Case, für den dieser Computer gut ist und dort kann er teilweise ganz hervorragend sein. Nehmen Sie also beispielsweise den Watson-Rechner, ich glaube von IBM, der also mittlerweile ja das amerikanische Jeopardy-Quiz gewonnen hat, schon ganz erstaunlich. Nichtsdestotrotz, auch dieser Rechner, der also sehr, sehr viel Allgemeinwissen und Allgemeinbildung zu haben scheint, ist nicht wirklich mit Bewusstsein oder Ähnlichem ausgestattet. Er kann zwar schon etwas sehr eindrucksvoll, aber auch nichts anderes. Der könnte beispielsweise kein Schach spielen. Artificial General Intelligence ist was komplett anderes. Das meint nicht mehr und nicht weniger als, dort ist wirklich der Mensch in seiner Gesamtheit in Bezug auf Intelligenz komplett abgebildet. Das meint also nicht nur die reine Prozessierungskraft, das heißt also, wie schnell rechnet quasi unser Gehirn,
sondern auch der Umgang mit den Sinneseindrücken, ebenso aber ein Bewusstsein, das heißt also, wer bin ich eigentlich und was bin ich eigentlich, die Fähigkeit, zurückschauen zu können in die eigene Vergangenheit, die Möglichkeit, was wir hier auch tun, nach vorne zu schauen, sich Gedanken zu machen, wie wird es weitergehen, Pläne zu schmieden und so weiter. Erst wenn das alles erfüllt ist, reden wir von AGI. Die Frage ist, wird das jetzt kommen und wird das passieren und was wird das für Konsequenzen haben? Da gibt es dieses schöne Bild in dem Aufsatz, nämlich den menschlichen Fortschritt, so wie wir ihn im Moment sehen, als so, sagen wir mal, Summe aller technologischen und kulturellen Errungenschaften, die die Menschheit bisher erreicht hat. Und unten haben wir die Zeitschiene. Und gefühlt geht es schon irgendwie immer so weiter nach oben und in letzter Zeit auch ein bisschen schneller. Ja, man kommt nicht mehr so ganz hinterher. Es wird wahnsinnig viel publiziert. Aber so im Großen und Ganzen scheint es doch alles irgendwie noch einigermaßen zahm zu sein. Die Vertreter der technologischen Singularität sagen, Obacht, ja, ihr steht da und ja, hinter euch sieht es so aus, aber vor euch passiert dieses hier. Ja, das heißt also, wir werden relativ bald einen Zeitpunkt erreichen, wo die Spielregeln sich radikal ändern werden, daher auch Singularität. Ab diesem Zeitpunkt können wir eigentlich überhaupt nicht mehr vorhersagen, was genau passiert. Und jetzt kann man sehr legitim fragen, okay, wenn das also hier so ein großer Unterschied ist, wieso genau nehme ich das jetzt eigentlich gerade nicht wahr? Warum redet da keiner drüber? Ja, zum einen, es gibt durchaus Leute drüber reden, die Frage ist, wird ihnen zugehört. Der eigentliche Grund, und dort würde ich auch ein Problem bei Thalers magischen 30 Jahren sehen, ist diese Grafik hier. Wir neigen nämlich psychologisch als Menschen dazu, in die Vergangenheit zu schauen, dann zu schauen, wie lange hat dort etwas gedauert und das in die Zukunft zu projizieren. Das ist also hier die rote Linie, die Sie hier haben. Das heißt also, das hier ist der Zeitpunkt, wo wir heute hier gerade versammelt sind. Wir schauen zurück, vor 30 Jahren ist das und das passiert, es hat so lange gedauert. Na, wenn ich jetzt einen Zeitpunkt X in die Zukunft schaue, wird es genauso lange gehen. Ja, das heißt also, alles ist linear. Menschen denken nun mal linear, weil die beiden Hauptentitäten, in denen wir uns bewegen, nämlich Raum und Zeit, für uns gefühlt immer linear sind. Ja, wenn ich Schritte über die Bühne gehe, dann sind die linear. Ich habe keine exponentiellen Schritte, genauso die Zeit. Wenn ich etwas cleverer drauf bin, rechne ich schon mit ein, naja, es gibt schon sowas wie einen technischen Fortschritt. Ich gucke also, wie schnell ist eigentlich die Entwicklung heute im Vergleich irgendwie zu früher. Das interessiert mich also alles nicht, die Vergangenheit, sondern mich interessiert nur das Hier und Jetzt. Wie schnell geht es jetzt vorwärts? Und dann projiziere ich das nach vorne. Das ist aber eben auch zu kurz gedacht. Stattdessen sind wir eben gerade in einer Phase der exponentiellen Weiterentwicklung. Das heißt also, die grüne Linie hier ist die korrekte, was aber Menschen schwerfällt, weil Menschen absolut nicht dafür gebaut sind, exponentiell denken zu können und exponentielle Entwicklungen mitzuvollziehen. Dahinter, warum ist es überhaupt eigentlich gerade exponentiell, die Zeit, in der wir leben, oder überhaupt die Menschheitsgeschichte generell, ist das sogenannte Law of Accelerating Returns. Was Sie alle schon mal gehört haben, ist Moore's Law. Das heißt also, ungefähr alle 2 Jahre verdoppelt sich, sehr simpel gesprochen, die Rechenkapazität, die ich für einen Geldbetrag X ausgeben muss. Interessant ist, wenn man sich das anschaut, dass auch schon bevor es Computer gab, gab es dieses Moore's Law eigentlich auch schon. Das heißt also, eine der Grundthesen von Kurzweil ist, dass man die darunterliegenden Mechanismen sehr gut eigentlich auf die gesamte Fortschrittsgeschichte der Menschheit mappen kann. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich korrelieren mit quasi zu erreichenden Zielen. Das heißt also, wir haben hier logarithmisch die Art von quasi CPU-Zyklen, die ein Rechner machen kann, und zwar ein Rechner, der mich $1000 kostet. Wir haben schon heute den Fall erreicht, ich kann relativ genau berechnen, wie schnell eigentlich ungefähr in quasi CPU-Einheiten umgerechnet ein menschliches Gehirn rechnet. Das kriegt man so einigermaßen hin mittlerweile. Es gibt, glaube ich, derzeit exakt einen Rechner, der das erreicht. Der steht meines Wissens nach in China. Der kostet aber Unsummen und ist ungefähr so groß wie ein Einkaufszentrum. Das heißt also, die Skala hier misst, wann bekomme ich das für $1000 quasi bei Aldi. Und da ist mal hier abgetragen, wie lange es bei einer exponentiellen Entwicklung noch dauern wird, bis wir verschiedene Stadien nur in Bezug auf quasi Rechenintensität erreicht haben. Da sehen wir, dass wir also für $1000 derzeit noch nicht mal hier ein Insekt bekommen, geschweige denn eine Maus, aber so ganz lange dauert es nicht mehr. Das heißt also, wenn Sie sich hier unten mal die Zahlen angucken, dann sind wir also hier beim Human Brain schon irgendwo so im Jahr 2030. Jetzt können Sie natürlich völlig legitim einwenden, naja nun, dann habe ich halt einen Rechner, der wahnsinnig schnell ist, der kann aber trotzdem nur Schach spielen. Ja, das heißt also, gerade diese
dieser Bruch zwischen ich kann etwas sehr gut und sehr schnell versus ich habe so etwas wie Bewusstsein, ist eben doch nicht zu vernachlässigen. Das heißt, das ist nicht die ganze Wahrheit. Was passiert aber, wenn ich auf der anderen Seite mittlerweile in der Lage bin, Nervenzellen nachzubauen? Genau das ist jetzt im Dezember erfolgt. Sie sehen hier irgendein, ich weiß gar nicht, ob es Fadenwurm ist, also auf jeden Fall irgendwas Wurmartiges. Dieser Wurm zeichnet sich dadurch aus, dass er ein ausgesprochen simples Gehirn hat, nämlich von exakt 302 Nervenzellen. Und es gibt jetzt also den ersten Computer, der so moduliert wurde, diesen Wurm 1:1 nachzubauen. Und hier kommen wir jetzt zum ersten Aha-Erlebnis, nämlich der Mind-Upload von Seemann. Wir können diesen Wurm nicht nur nachbauen, sondern wir können ihn auch mit seinem Memory-State nachbauen. Das heißt also, all das, was Sie als Erinnerung haben in den Nervenzellen, lässt sich auch durchaus entsprechend elektronisch duplizieren und schon haben Sie Ihren Mind-Upload. Die Frage ist jetzt aber, wann wird das Ganze denn nun wirklich passieren und wird es überhaupt passieren? Und das sind Daten, die schon, finde ich, spannend sind. Wenn man also die führenden Leute dieses Bereiches, sprich der Artificial Intelligence, befragt, das heißt also, das ist jetzt eben nicht nur Kurzweil, sondern es sind auch Kritiker, das sind auch Leute, die von ganz anderen Annahmen angehen. Wann wird AGI, das heißt also, dass letztendlich die Kapazität des Menschen erreicht wird, wann wird das eintreten? Sagen 42% und damit der größte Cluster hier, bis zum Jahr 2030. Das ist gefühlt übermorgen. Ja, das ist 15 Jahre, die wir noch haben. Weitere 25% sagen, naja, etwas länger wird es schon noch dauern, 2050, aber dann ist es soweit. Mit dem Cluster hier bin ich schon über 50% der Experten. 2100 sagen noch 20%, nie sagen 2%. Das heißt also, keiner der Experten geht davon aus, dass es mittlerweile ein nicht mehr erreichbares Ziel ist. Das hat sich ein bisschen verschoben. Ja, die AI-Forschung hat immer mal so Höhen und Tiefen. Die letzten Durchbrüche sind also offensichtlich so optimistisch, dass man dahin kommt. Der Punkt ist, wenn denn wir wirklich diese AGI haben, fangen die echten Probleme erst an. Denn auf dieser Folie hier fehlt noch ein Eintrag. Und das ist nämlich der Moment, wo es wirklich ungemütlich wird. Ja, genau. Also Ralf hatte das schon sehr schön erzählt mit dem linearen Denken, in dem wir immer gefangen sind. Das hat zwei Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist, dass wir kurzfristige Effekte überschätzen. Das heißt also, immer wieder der neueste Hype ausgerufen wird, weil eine neue Technologie da ist, dann ist das sehr, sehr häufig der Fall, dass da eine Überschätzung, ein Hype eben zu Fall ist, weil wir, wenn wir eine Neuigkeit sehen, sofort glauben, dass sie eine ganz, ganz große Auswirkung hat. Aber gleichzeitig, dass wir langfristige Auswirkungen unterschätzen. Ja, also das heißt, es ist beides richtig. Die kurzfristigen Auswirkungen werden immer unterschätzt, die kurzfristigen werden immer unterschätzt. Und jetzt stellen wir uns tatsächlich einfach diesen Artificial Intelligence Bahnhof vor, an dem wir jetzt stehen und warten, dass die Artificial Intelligence ankommt. Und dann sehen wir, wie wir schon gesehen haben, ist die künstliche Intelligenz oder die Komplexität der Rechner heutzutage jetzt gerade mal so auf Insektenniveau, ja, irgendwie und demnächst bei der Maus. Ja, und das ist natürlich etwas, was uns noch keine Angst macht, das beunruhigt uns noch nicht. Mäuse sind nicht besonders schlau, die werden uns nicht so schnell ausmarten und dann irgendwann werden wir sehen, oh, da kommt ja die Intelligenz und das wird vielleicht dann so zwei Jahre sein, bevor die Artificial General Intelligence angekommen ist, also ungefähr zwei Jahre davor, wenn wir Moore's Law zur Grundlage nehmen, wird sie genau halb so intelligent sein wie der Mensch, genau die Hälfte, ja, also zwei Jahre zuvor wird sie genau halb so intelligent sein, also ziemlich, ziemlich dumm. Also schon irgendwie, dass da Intelligenz vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein ist, aber eher halb so intelligent wie der Mensch, das ist irgendwie, kann man auch nicht so richtig ernst nehmen. Ja? Ja, jedenfalls kommt sie dann an und sie kommt schnell. Also die wird ja immer schneller. Das ist ja irgendwie, die kommt dann, die ist plötzlich, auf einmal steht sie dann vor einem da und kaum, dass sie vor einem steht, ist sie schon wieder weg.
So wird das nicht passieren, denn tatsächlich, wenn wir uns überlegen, ist sie halt dann eben, wenn sie an dem State ist, dass sie genauso intelligent ist wie wir, also die Artificial General Intelligence, wird sie in 2 Jahren eben doppelt so intelligent sein wie wir. Und in den nächsten 2 Jahren wird sie dann eben 4-mal so intelligent sein. Das heißt mit anderen Worten, der letzte Punkt hier ist dann eben, bei Artificial General Intelligence ist es eben nicht vorbei, sondern das ist wirklich nur eine ganz, ganz kurze, ein kurzes Augenzwinkern, in dem diese Artificial General Intelligence angekommen ist, sondern dann wird es eben die Artificial Super Intelligence geben, die uns in 0,nix outsmartet. Wenn wir uns Intelligenz als so ein Treppensystem anschauen, dann können wir uns dann so vorstellen, ja, das ist die Ameise, dann kommt dann irgendwann das Huhn, der Affe und dann eben der Mensch. Ja, das ist die Intelligence Staircase. Und es braucht dann nur ein paar Jahre, also wirklich sozusagen eine, vielleicht ein Jahrzehnt oder sowas, dann sieht die Intelligence Staircase so aus. Ja, also das ist die Biological Range, die wir gerade gesehen haben. Und das da oben, das ist die Artificial Superintelligence. Und das könnte uns vor ein Problem stellen. Wir kennen alle diesen kleinen Balken, auf dem wir herumbalancieren, das nennen wir Leben, also der Lebensbalken. Sowohl Individuen als auch Spezies balancieren darum und sie fallen halt immer irgendwie runter nach einer bestimmten Zeit. Also Evolutionsbiologen sagen, dass ich glaube 99% aller Arten sind bereits ausgestorben. Und warum soll das nicht auch mit dem Menschen passieren? Das wäre natürlich so eine Hypothese, dass das passiert, also dass die Artificial Superintelligence halt einfach mal kurz hustet und dann ist die Menschheit einfach mal gewesen. Die andere Möglichkeit, und das ist dann eben was der Ray Kurzweil propagiert, ist, dass wir eigentlich schon längst in einem Prozess sind, wo wir eine Verschmelzung haben der menschlichen Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz. Schon jetzt benutzen wir ja das Internet, jetzt benutzen wir unsere Computer, damit unser Gehirn, unsere Denkfähigkeiten zu erweitern, sie miteinander verschmelzen zu lassen. Die Interfaces werden auch immer sozusagen direkter, immer enger an uns herangekoppelt, sodass wir sozusagen so einen Verschmelzungsprozess kommen. Also ein Freund von mir, der ist der Gründer der Cyborgs e.V., wo es genau darum geht, halt tatsächlich alle möglichen biologischen Funktionen zu erweitern durch künstliche Zusätze. Das funktioniert genau ab jetzt auch ziemlich gut. Also er selber kann zum Beispiel gar nicht mehr hören, hat jetzt ein sogenanntes Cochlea-Implantat und kann jetzt teilweise besser hören als Menschen in bestimmten Situationen. Wir sind genau an diesem Punkt, wo wir tatsächlich eine Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine stattfinden sehen. Und das wäre sozusagen dann die andere Hypothese, die andere Möglichkeit, die bisher noch nicht existiert hat auf diesem balancierenden Balken des Lebens. Und zwar, dass halt tatsächlich wir in die andere Richtung fallen, ja, in die Unsterblichkeit. Was wir schon mehrmals angedeutet haben mit der Idee des Mind-Uploads. Das heißt also, im Endeffekt haben wir sozusagen folgende Situation. Wir stehen an einer ziemlich krassen Entscheidung demnächst, sei es jetzt 2030, sei es jetzt 2050, sei es, wie manche Experten sagen, halt erst Ende des Jahrhunderts, aber auf jeden Fall früher oder später irgendwann. Und wenn wir uns die Geschicke des Menschen anschauen, die waren dann mal gut, mal irgendwie weniger gut. Ja, also Dinge waren echt irgendwie mal doof und mal weniger doof. Das Ganze wird aber natürlich extremer im wahrsten Sinne des Wortes. Diese beiden Optionen werden mit dem Eintreffen der künstlichen Superintelligenz eine Extreme erfahren. Das heißt also, entweder wir sterben alle aus oder wir werden alle unsterblich. Gut, das waren unsere Thesen. Ich will sie noch mal kurz zusammenfassen. Ja, also die Digital Humanities sind die Austreibung des Menschen aus den Humanities. Die Wissenschaft wird öffentlich oder gar nicht sein. Wir brauchen höchstens 10% des Lehrpersonals und die Digital Humanities ohne Big Data werden nicht existieren.
Und das Endziel der Literaturwissenschaft ist der Mind-Upload. Und das haben wir hier heute gefunden auf der Konferenz. Es wurden, dort vorne gab es einen kleinen Kasten, wo man Postkarten schreiben und digitalisieren konnte. Und eins der Sachen war halt, ob es in 30 Jahren noch Digital Humanities geben wird, war halt so die Frage, die jemand dort, ein anonymer Gast hier hereingegeben hat. Und das wäre dann tatsächlich die Antwort, die Digital Humanities sind entweder die Zukunft der Menschheit oder ihr Ende. Dankeschön. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Michael Seemann und Ralf Stockmann. Wir haben sicherlich durch diesen anregenden Vortrag sehr, sehr viel Gesprächsstoff für heute Abend und darüber hinaus. Wir haben noch Zeit für zwei oder drei Fragen. Herr Thaller, natürlich. Ich bitte darum. Ja, leider haben Sie mich bei These 4 zitiert, weil über die habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu reden. Aber um das kurz abzuhaken, Ihrer These stimme ich vollkommen zu. Also deswegen habe ich heute davon geredet, dass eine der Herausforderungen ist, wirklich zu wissen, was wir mit 100.000 Büchern anfangen und nicht so zu tun, als ob das das Gleiche wäre, wie wenn man mit 3 arbeitet, nur anders. Um es kurz zu fassen, ich glaube nur, dass Sie von einer völlig falschen Prämisse ausgehen, wenn Sie, was die mit den Sargasso-Genen tun, mit Data-Mining in Texten vergleichen. Es gibt sehr konkrete Vorstellungen, und die sind theoretisch abgesichert, welche Zusammenhänge zwischen den informationstragenden Einheiten in Genen und genetischen Eigenschaften bestehen. Es gibt allerdings nur höchst vage Vorstellungen davon, welche Zusammenhänge zwischen randomisierten sprachlichen Ereignissen und dahinterliegenden konzeptuellen Dimensionen bestehen. Also deswegen halte ich das schlicht nicht für anwendbar. Aber das finde ich das weniger Spannende. Um auf Ihre Endthese einzugehen, ich glaube, dass Sie da einem sehr verbreiteten Fehler unterliegen. Ich bin jetzt unfair und bringe zunächst das Argument per hominem, weil das zwar auf eine Analogie aufbaut, die man eigentlich in tiefergehenden Diskussionen nicht einsetzen sollte. Das rein rationale Argument ist aber dann ein bisschen komplizierter. Die Analogie zuerst. Etliche Leute sind nach Berlin geflogen. Niemand von ihnen hat aus dem Fenster geguckt und beobachtet, wie die Maschine, in der sie saßen, mit mächtigen Schwingen auf die Luft einschlug. Andere von ihnen sind mit dem Zug hergekommen. Niemand von ihnen hat beobachtet, dass vorne irgendein Tier läuft, das einige tausend Beine perfekt synchronisiert durch die Gegend wirft. Es ist mir keine wirklich signifikante Technologie bekannt, bei der die Umsetzung eines Prinzips Bewegung am Boden, Bewegung in der Luft, dadurch durch die Technik verbessert worden wäre, dass man versucht hat, einen auf biologischen Prozessen aufbauenden Prozess abzubilden. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso das ausgerechnet beim Gehirn, wo wir noch nicht mal in Ansätzen wirklich verstehen, wie das Ding funktioniert, wie wir das dadurch erreichen können, dass wir die Nervenzellen nachbauen. Also ich finde es schön, dass die EU da 1 Milliarde dafür ausgibt. Dadurch werden wir wahrscheinlich sehr viele Gehirnkrankheiten in den Griff kriegen. Aber die Vorstellung, dass wir dadurch, dass wir die Natur nachbauen, Intelligenz nachbauen, halte ich für relativ naiv. Das war aber das Argument ad hominem. Es gibt meines Erachtens ein wesentlich gravierenderes. Sie bauen irgendwo immer noch auf der Vorstellung auf, dass zwischen Daten und Information eine statische Beziehung besteht. Wenn dies so wäre, dann könnte man davon ausgehen,
dass sie aufbauend auf den klassischen Informationstheorien, wenn sie Dinge nur additiv anhäufen, tatsächlich zu neuen Qualitäten vorkommen. Das halte ich allerdings für ein Missverständnis, das darauf beruht, dass die Informatik sehr stark auf den Ingenieurwissenschaften und den Naturwissenschaften aufsetzt, wo diese Beziehung aufgrund der Tatsache, dass diese Modelle letzten Endes relativ simpel sind, ziemlich eindeutig sind. Das Problem ist, wenn Sie über komplexere Signalverarbeitung nachdenken, ist es relativ unklar, ob Menschen und beziehungsweise andere intelligente Lebewesen tatsächlich mit dem Sender-Recipient-Analogon beschrieben werden können. Besteht durchaus Grund zur Annahme, dass die Information hier in Wirklichkeit in anderer Weise verarbeitet wird, als sie in den bisherigen Informationssystemen existiert. Deswegen scheint mir das hochgradig gefährlich zu glauben, im Jahre des Herrn 2015 haben wir jetzt exakt das Verständnis der Informationstheorie erreicht, das wir brauchen, um wirklich über den jetzigen Zustand in der Weise hinwegzukommen, die Sie gerade beschrieben haben. Und ich fürchte ein bisschen, das ist ein Geburtsfehler der AI. Die neigt dazu, Durchbrüche zu erzielen und dann zu glauben, dass, wenn man die qualitativ aufbaut, die Durchbrüche sich intensivieren. Das ist, glaube ich, essentiell das NP-Problem nochmal. Da gab es auch die schöne Vorstellung, wenn Sie nur genügend Rechenleistung hineinfüttern, dann können Sie mit den Ansätzen der frühen 60er Jahre Sprache übersetzen. Glaubt nicht, weil die Ansätze NP-complete sind und Sie infiniten Rechenaufwand reinstecken können, um das zu lösen. Jetzt höre ich aber lieber auf. Aber wie gesagt, ich glaube, dass hier ein Missverständnis steht, das mich deswegen so besonders interessiert, weil ich glaube, dass in der Tat für diese neueren Vorstellungen, wie Information verarbeitet werden muss und welche Beziehung es zu Daten besteht, die Geisteswissenschaften einen sehr massiven Beitrag leisten könnten. Wenn Ihre etwas ambivalente Endprophezeiung umgesetzt werden sollte, dann würde ich in der Tat glauben, dass die Geisteswissenschaften dafür verantwortlich wären. Im Moment sehe ich ihren Einfluss auf die Informatik aber noch nicht so stark, dass ich diese Bedrohung besonders ernst nehmen könnte. Die Antwort müsste jetzt mindestens genauso lang ausfallen, da scheue ich jetzt gerade etwas vor. Ich würde vermuten, dass wir ins Detail dann vielleicht das beim Essen, also ich widerspreche natürlich harsch. Letztendlich ist es natürlich bis zu einem gewissen Punkt, so idiotisch das anhört, schon eine Glaubensfrage. Ja? Also wenn jetzt jemand sagt, hier, wir sind jetzt schon in der Lage, Nervenzellen nachzubauen und wir können diesen Wurm bauen und mit tödlicher Sicherheit werden wir als nächstes die Maus und so weiter. Glauben wir diesen Wissenschaftlern oder glauben wir ihnen nicht? Ja? Wie ich gesagt habe, das sind immer Wellenbewegungen. Wo ich aber schon dran glaube, ist, dass man den Zustand von Nervenzellen auch wirklich transferieren kann. Das halte ich für absolut möglich. Eine kurze Sache, weil ich sie eben vergessen hatte, sich vielleicht bei der einen oder anderen fragte, was hat das eigentlich alles mit Digital Humanities zu tun? Dieser Punkt hier, die AGI, ist ja unserer Definition nach so klug wie jeder normale Mensch. Das heißt, die löst en passant auch unser Theorienproblem. Ja, das heißt also, diese Maschinen hier sind eben nicht nur in der Lage, dumme Zahlen zu rechnen, sondern sie können auch sofort die Welterklärungsformeln uns dazu produzieren. Leider, wie Herr Seemann ausgeführt hat, nützt uns das nichts, weil sie uns ein halbes Jahr später sowieso schon in ganz andere Gefilde reinbringen. Also von daher, selbst wenn wir uns hier darauf freuen, wenn das wirklich passiert, und bis zu einem gewissen Grade ist das, glaube ich, auch durchaus eine Glaubensfrage, werden wir von dem Punkt nichts haben, also jubilieren Sie ja nicht zu früh.